Er war der Superstar des Skateboardens in den 80ern, auf einer Stufe mit Tony Hawk, Steve Caballero, Mark Gonzalez und teilweise darüber hinaus. Er hatte alles. Frauen wollten mit ihm zusammen sein und Männer wollten so sein wie er. Doch als sich das Skaten veränderte, verlor er alles und wurde zum Mörder. Das ist der Aufstieg und Fall von Mark Gator Rogowski. Mark Rogowski wurde am 10. August 1966 in Brooklyn, New York geboren. Seine Eltern trennten sich, als er 3 Jahre alt war, und daraufhin zog seine Mutter gemeinsam mit ihm und seinem Bruder nach Kalifornien. Im Alter von 7 Jahren fing er mit dem Skateboarden an und 1978, im Alter von 12 Jahren, hatte er seinen ersten Sponsor von einem örtlichen Skate-Team. I guess I got into skateboarding because it was fun. It wasn't as structured as Little League Baseball, and as a kid I guess I got good pretty quickly. Mit 14 Jahren wurde er offiziell Profi bei Vision. Mark Rogowski. He was our first main rider. We picked him up at one of the contests. 1984 erschien das erste Video von Vision mit dem Titel Skate Visions und Gator wurde zum Aushängeschild für die Firma. His vision exploded as skateboarding exploded. He was at the right place at the right time. Auch sein Image wurde hier schon festgelegt. Der junge, erfolgreiche, charismatische und exzentrische Rebell. Mark, what? Where are you going? Skating. Did you clean your room and make your bed? Sure, yeah. Und er entwickelte sich zu einem absoluten Shootingstar in der Skateboarding-Szene. Er erhielt große Werbeverträge, unter anderem von Gullwing Trucks, die ihm zwischen $4,000 und $8,000 pro Monat für Kleidung und Ausrüstung zahlten. Auch Vision fing Mitte der 80er mit der Produktion von Klamotten für Skater an. Actually, one of the reasons I started Vision Streetwear was because of Mark. At the time, we were doing ads with Mark and he was wearing like surf trunks and different things and he said he used to go to the thrift stores to get stuff and it just there was no continuity in the look. Bei einem Skate Contest 1986 in Virginia Beach festigte er sein rebellisches Image, als er einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht schlug und daraufhin verhaftet wurde. Gator had taken off when he was gone for a while, probably to his hotel. Comes to the gate, probably didn't have his wristband or badge or whatever it was and said, "No, I'm one of the pro skaters, man. You understand? I'm like gonna be riding next, or I gotta get in there." So he just goes right through. Here comes Gator barreling down the driveway, and right behind him is a police car with the lights flashing. Gator's thinking he's a security guard and just turns and punches him. They took him away. They precipitated a riot. Hier hätten die Ersten eigentlich schon bemerken können, dass mit Gator etwas nicht stimmt und er auch mal über die Stränge schlägt. Aber nope, er wurde für die Aktion hart gefeiert und wurde bei seinen Fans erst recht zu einer Legende. Gator, Gator, Gator all the way, yeah! Er wirkte aber so wie das verwöhnte Gör, das tun und lassen konnte ohne irgendwelche Konsequenzen. It's really easy to say what you want, what's on your mind, and get away with it. When you work for a company like Vision. When Gator was drinking, anything could happen. The times that we did party together was wild. Zu dieser Zeit verdiente er $2 pro Skateboard von Vision, das monatlich 7000 Decks verkaufte, was ihm Lizenzgebühren in Höhe von $14,000 einbrachte. Jeden Monat, nur für die Decks. Darüber hinaus verkaufte Vision auch T-Shirts, Mützen, Hüfttaschen und Aufkleber mit dem Namen Gator. Und das Geld kam ohne Ende geflossen. Er kaufte sich eine Villa in Fallbrook direkt neben Tony Hawk und hatte große Pläne. I bought property in Fallbrook and I built my own ramp and then Mark moved there, bought his own house and from what I know had plans to build a ramp. Bei einer Skateshow 1987 in Arizona lernte er Brandy McLean und ihre gute Freundin Jessica Bergston kennen. Bald darauf begann er eine stürmische Langzeitbeziehung mit Brandy. Brandy came on the scene and to her credit, she just was like a representation of an era. It was love at first sight. I mean, we were just so in love. It was puppy love. Später traten sie auch zusammen in zahlreichen Werbespots und Werbevideos für Vision auf. Mark had two sides. Sometimes the relationship was going just great and he'd have his little manic freak out and break up with me real abruptly. And then 2 weeks later call me up, but I love you and I want to be with you and we were meant to be. Der Ruhm beim Skateboarden war ihm aber nicht genug. Er strebte nach mehr und wollte über das Skaten hinaus berühmt werden. Ein richtiger Promi. He took it upon himself to make it his mission to get good, not just at skateboarding, but at the entire business and marketing and presentation of the sport. You know, how do I become a celebrity? And he really studied it to the point where he got very good at it, maybe too good for his own benefit.
he probably actually believed in that lifestyle. And I used to trip out on these guys, like, we're just goons that got lucky, you know? 1988 fand die Switch Impact Skate Tour statt. Eine Tour, wie sie auch Rockbands machen und von Stadt zu Stadt reisen und eine Show veranstalten. I think one of the New York shows, we got like 8,000 people then. I mean, that was crazy for back then. Und wie Rockstars traten sie auch auf. Sogar bei MTV war er daraufhin zu sehen. Die Moderatorin soll von Gator aber nicht so angetan gewesen sein. She wouldn't talk to him, she kept avoiding him, running away from him. Whenever the cameras were off, she would have nothing to do with him. 1989 arbeitete er dann als Stunt-Double in dem Film Gleaming the Cube mit Christian Slater in der Hauptrolle und zusammen mit Brandy trat er auch in dem Musikvideo zu Free Fallin' von Tom Petty auf. Sein Erfolg in allen Bereichen schien einfach keine Grenzen zu haben. Am Höhepunkt seiner Karriere war er 1989 im Vision Skate-Video Barge at Will zu sehen, womit aber niemand hätte rechnen können. Das sollte sein letztes Skate-Video sein. Ende der 80er wurde Wordskaten innerhalb kürzester Zeit vom Streetskaten verdrängt. Es war einfach nicht mehr cool. Sogar Vision, die zu jener Zeit eine der größten Skate-Marken waren, musste Insolvenz anmelden. All the kids, us kids, really hated the Vision commercials and stuff they would do. It's just a natural way when something gets big, people tend to look for an underdog. We probably made a mistake as a company and hung on to Vert way too long. Um sich neu zu erfinden, in der Hoffnung, wieder an Relevanz zu gewinnen, änderte Gator sogar seinen Namen in Gator Mark Anthony und erklärte, dass Rogowski der Name des Vaters sei, den er nie gekannt habe. Aber auch das konnte den Fall nicht mehr aufhalten. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als es selbst mit dem Streetskaten auszuprobieren. Aber wie soll man sagen, das war halt einfach nicht sein Gebiet. Er hat hier nichts auf die Reihe gekriegt und wurde immer frustrierter. Von den jüngeren Kids wurde er sogar teilweise ausgelacht. And street skating was different than the way Gator would street skate or any pro skater current at that time. My photo coverage in all the magazines was getting less and less. I felt invisible. Zu dieser Zeit fing er an, sich immer weiter zurückzuziehen. Like when we were at home in Fallbrook, he didn't want to go hang out at Tony's house. He didn't want to leave those guys to themselves. They're having a good time playing their Nintendo. I'll sit here and write music or write a poem. Auf Drängen von Brandy zogen sie dann aus dem großen Haus in Fallbrook aus und zurück nach Karlsbad, da sie sich einsam und abgeschottet fühlte, während er auf Tour war. Bei einer dieser Touren im Jahr 89 in Australien folgte dann der nächste Tiefpunkt. There was a tour of Australia where we were getting calls almost daily that Mark was aggressive in his behavior, he was throwing boards at kids. I guess he did a bunch of demos like all in a row. He was just getting really worn out, tired, frustrated. And some kid had come up to him and asked him for an autograph. I guess Gator shoot him off, like, no, stop, don't bug me, I'm just, And the kid was pretty persistent about it. Gator's hauled off and hit him in front of a bunch of people. I remember that was sort of the beginning of people going, that guy's a prick. Mark had some psychological issues that were there all the time. We just didn't recognize them. Just the way in which his trigger was so quick. You know, his anger would spark up. In a second. Ein Jahr später sollte es für ihn aber noch tiefer gehen. Während des Münster Monster Mastership in Westdeutschland kam es zu einem schweren Unfall, als er aus einem Hotelfenster fiel, auf einem Zaun landete und sich schwere Verletzungen zuzog. Go to the hospital and he's just in so much pain and he's so drunk and he turned into a madman. Almost seemed like he was on some superhuman drug like PCP or something. Als er dann im Krankenhaus aufwachte, wusste er überhaupt nicht, was passiert ist. Nach seiner Rückkehr nach Karlsbad musste er dann einige plastische Operationen über sich ergehen lassen. Zu dieser Zeit freundete er sich mit Orgi Constantino an, einem ehemaligen Surfer, der zum wiedergeborenen Christen geworden war. Dieser wurde daraufhin sein geistlicher Berater und Gator konvertierte zu einer strengen evangelischen Form des Christentums, die nicht nur seine Einstellung, sondern auch das Design seiner Skateboard-Decks beeinflusste. He used to be really crazy and now he's always got a Bible under his hand and talking about, God and religion, and he'd quote the Bible. Everyone was just pretty much rolling their eyes, like, okay, here's another one of his little things he's gonna go off on. I mean, I saw him a couple times, and it was like, with his Bible, it was like, oh wow, that's a new gimmick. Look at me, I'm a born-again Christian, I'm gonna save all the other little kids. Zu diesem Zeitpunkt war er seit 4 Jahren mit Brandy zusammen und er schlug ihr vor zu heiraten und erklärte, dass sie keinen Sex mehr haben können, wenn sie nicht verheiratet seien. Die plötzliche Änderung des Lebensstils trug zum Ende der Beziehung bei, ebenso wie seine gelegentlichen Gewaltausbrüche. Gator war furchtbar eifersüchtig und sperrte sie sogar in einen Schrank ein. Mark flipped out and was on a rampage. I don't even know what for. And I find myself locked in a closet. That was the point where I thought, I gotta get out of here.
Brandy kehrte daraufhin zu ihren Eltern nach San Diego zurück. Und ab hier wird es jetzt immer abgefuckter. Brandy kam mit einem anderen Kerl zusammen. Und Gators Eifersucht wurde so heftig, dass er in die Wohnung von Brandy einbrach und alle Geschenke gestohlen hat, die er ihr geschenkt hatte. Außerdem führte er Drohanrufe bei ihrem neuen Freund und bedrohte sie auch direkt. He was stalking me. One of the last statements that he made to her is what he ought to do to her is take her somewhere, commit every sex act that he could possibly think with her and then dump her naked body in the desert. Brandy erstattete Anzeige bei der Polizei, aber die unternahm irgendwie nicht wirklich viel. Sie zog daraufhin nach New York, um so weit weg wie möglich von Gator zu sein. Am 20. März 91 erhielt er einen Anruf von Jessica Bergston, die damalige Freundin von Brandy, die er am selben Tag wie Brandy kennenlernte. Sie wusste nichts von Gators aktuellem Zustand und was alles vorgefallen war und bat ihn, ihr die Stadt zu zeigen, da sie dort außer ihnen niemanden kannte. Den Tag darauf verbrachten sie zusammen und kurz darauf wurde sie von ihren Eltern als vermisst gemeldet. Ihr Vater hat daraufhin in der ganzen Stadt Flyer verteilt und war sogar persönlich bei Gator vor Ort und fragte ihn, ob er wüsste, wo seine Tochter steckt. Gator verneinte diese Frage. Am 10. April 1991 wurde von Campern eine Leiche in der Shell Canyon Wüste gefunden, 180 Kilometer von Carlsbad entfernt, die aber so verwest war, dass sie nicht identifiziert werden konnte. Als Gator davon erfuhr, plagten ihn die Schuldgefühle und er wendete sich an seinen geistlichen Berater Orgy Constantino. I killed her and I buried her in the desert. Constantino ermutigte ihn, seine Tat bei der Polizei zu gestehen, was er dann auch tat. He came in one early morning, I think it was about 3:30, and he wanted to surrender himself. Bei den Befragungen teilte er der Polizei mit, dass er mit Jessica in seiner Wohnung Filme geschaut, Gras geraucht und Wein getrunken habe. Early that morning, somewhere between 2:30 and 3 a.m., this weird impulse just took off. I just suddenly snapped and lost control, and all this rage came out of me. Er gab zu, dass er sich von hinten an sie heranschleichte und ihr mit einer Lenkradsperre mehrmals auf den Kopf schlug. Als sie bewusstlos war, fesselte er sie und schleppte sie in sein Schlafzimmer im zweiten Stock, wo er sie dann über mehrere Stunden auf grausamste Art und Weise vergewaltigte. Da sie immer wieder kurz zu Bewusstsein gekommen ist und um Hilfe rufen konnte, machte er sich Sorgen, dass die Nachbarn den Lärm hören könnten. Daraufhin steckte er sie in eine Surfbretttasche. Als sie immer noch Geräusche von sich gab, hielt er seine Hand über ihren Mund, bis sie aufhörte zu atmen. Er packte Jessicas Leiche in den Kofferraum seines Wagens und verscharrte sie in einem flachen Grab in der Shell Canyon Wüste. Die Tatwaffe und weitere Gegenstände entsorgte er noch während der Fahrt auf der Straße. Als die Polizei seine Wohnung durchsuchte, wurden Blutspuren in der Teppichunterlage und in den Dielen gefunden, obwohl Gator versuchte, diese vorher mit einem Dampfreiniger zu entfernen. When I first walked into this particular crime scene, it looked like nothing had ever happened there. The carpets were clean, the living quarters were clean. It looked like just anybody else's house and not a place where a murder occurred. In seinem Geständnis erklärte er, er habe Jessica aus Rache an Brandy getötet und nannte Jessica den Schimmel, aus dem Brandy gemacht wurde. Bei seinem Eintritt ins Gefängnis wurde bei ihm eine bipolare Störung diagnostiziert. Gator wurde wegen besonderer Umstände angeklagt, weil er einen Mord während einer Vergewaltigung begangen hatte. Nach kalifornischem Recht rechtfertigt dies die Todesstrafe oder eine lebenslange Freiheitsstrafe ohne die Möglichkeit der Bewährung. Auf Anraten seines Anwalts bekannte sich Gator des Mordes ersten Grades und der Vergewaltigung schuldig und vermied so die Todesstrafe. How do you plead to that charge as to first degree murder? Guilty. Am 6. März 1992 fand schließlich der Prozess gegen Gator statt. Gator wurde zu einer Haftstrafe von 31 Jahren bis lebenslänglich verurteilt. 6 Jahre wegen Vergewaltigung und 25 Jahre wegen Mordes, die nacheinander zu verbüßen sind. Nach 31 Jahren könnte er auf Bewährung entlassen werden. 2011, 16 und 19 stellte er jeweils einen Antrag zur Aussetzung seiner Haft zu einer Bewährungsstrafe. Alle 3 Anträge wurden aber abgelehnt, mit der Begründung, dass er nach wie vor ein unangemessenes Risiko für die Gesellschaft darstelle bzw. dass er erst ein tieferes Verständnis für seine Verbrechen entwickeln müsse. Im Juni 2022 wurde ihm durch den Bewährungsausschuss von San Diego die Aussetzung zur Bewährung bewilligt. Sein Anwalt führte an, dass der ausgebildete Psychologe des Bewährungsausschusses festgestellt hat, dass Gator mittlerweile ein geringes Risiko
Risiko einer Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt. Die finale Entscheidung darüber steht zum jetzigen Zeitpunkt aber noch aus. Seid ihr der Meinung, dass er weiterhin in Haft bleiben soll, da das, was er Jessica und ihrer Familie angetan hat, absolut unentschuldbar ist? Oder sollte er auf Bewährung entlassen werden, da er seine 31 Jahre bald abgesessen hat und jeder eine zweite Chance verdient? Welchen Status er heutzutage in der Gesellschaft hätte haben können, wenn die Geschichte anders verlaufen wäre, zeigt das Leben von Mark Gonzalez, seinem damaligen Kollegen bei Vision.